Du Papi, ich muss mal ernsthaft mit dir reden. Ja, mein Sohn. Papi! Du lass, ich bin jetzt gerade noch etwas am Hirn. Kannst du einen Moment warten, bitte? Ja, ist ja okay, ganz easy. Papi, ich habe entschieden, dass ich von daheim ausziehe. Willst du ausziehen? Aber hey, aber ist Gott's dir gut, oder was? Hey, du hast so viel jetzt können hier profitieren von mir. Du hast dein eigenes Zimmer, hey. 22 Quadratmeter, hey, was willst du eigentlich noch mehr? Also, ich verstehe dich nicht. Ich weiss nicht, was mit dir los ist. Die Türen sind offen, gell, wenn du willst gehen. Das mache ich auch, weil wirklich die ganze Zeit in Zusammenschießerei und was weiß ich. Ja, weisst, also, dass ich dich zusammengeschissen habe zwischen deinen, hat ja wohl einen Grund, oder? Ja. Also, man kann doch nicht einfach daheim weggehen, in den Ausgang, machen, was man will, oder? Ja. Und heimkommen, wenn man will. Wenn man sagt, dann um eins, Ja. ist man daheim. Dann kommt man nicht erst um 4 Uhr heim, oder? Ja. Stockkanonen voll. Ja. Nein, das gibt's bei mir nicht. Ich Ja. hast du verstanden? Ja. Also, wenn du willst, dann gehst halt. Das mache ich auch. Alles, was ich für dich gemacht habe, ich weiss nicht. Weißt du, ich habe dich aufgezogen wie mein eigener Sohn. Ich meine, Mami, die ganze Zeit auch schlecht drauf wegen dir? Es hat einen hohen Seich gemacht, nicht ich. Das musst du also gewusst haben, oder? Ja. Und jetzt kommst du mir so. Nein, so nicht, mein Sohn. He? Du kannst die Koffer nehmen, packen und dann. Tschüss. He. Schönes 2016. Ja, würde ich auch machen.